Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute bin ich passend zum Thema angezogen. Tada! I need sleep. Ich habe heute mein Nachthemd an, weil wir feiern jetzt eine Slumber Party. Slumber Party heißt Pyjama Party und es ist so ein richtig fettes, fettes Teil. Wow, das ist so eine große Verpackung. Das ist die Color Reveal, warte mal. Die Color Reveal Slumber Party, glaube ich, heißt das einfach nur. Ich guck mal, was ich hier noch so sehe. Hier steht irgendwas, wird im Wasser sichtbar. Falls ihr ein komisches, leckendes Geräusch hört, dann ist das Ohana. Die liegt hier neben mir und die putzt sich wie wild. Heute ist offensichtlich gerade Waschtag. Ich glaube, gleich kriegt sie ihre komischen 5 Minuten. Immer zur richtigen Zeit. Ich glaube, wir brauchen auch wieder Wasser. Und insgesamt steht das hier schon. Ach ja, genau, da steht 50 Überraschungen. Das ist ja echt krass viel. Huch, jetzt rennt sie hier hinter mir lang. Was hast du denn da? Hm? Jetzt ist es zu meinem Telefon. Willst du jemanden anrufen? Du kleine freche Nudel. Willst du meine freche Nudel? Schön, ich freue mich auf jeden Fall, dass sie mich besucht, ne? Die sind ja noch so ein bisschen jung und auch sehr verspielt. Die legen sich ja noch nicht immer unbedingt direkt dazu, wenn ich aufnehme. Aber langsam kriegen sie das spitz, dass es vielleicht irgendwie ganz interessant ist, da mal zuzugucken. Beim Duschen gucken sie auch gerne zu. Heute hat sie auch wieder zugeschaut, ne? Als ich da gerade geduscht habe, saß sie daneben und glotzte mich an mit ihren schönen großen blauen Augen. Was hast du jetzt entdeckt? Die sieht immer komische Dinge. Ich habe manchmal das Gefühl, die sieht Geister. Aber sie ist sehr entspannt beim Geistersehen. Deswegen beunruhigt mich das jetzt nicht so sehr. Na, meine Süße? Ja, dann machen wir weiter ein bisschen Blödsinn. Und wir fangen jetzt an mit der Slumber Party. Ich habe es mir selbst gekauft. Es kostet, ich glaube, 50 Euro. Ich meine, bei mir war es irgendwie so ein bisschen im Angebot. Ich glaube, es war ein Tickchen günstiger. Aber jetzt habe ich gerade geschaut, kostet, glaube ich, wieder 50,99. So, und das war das Erste, was ich gefunden habe. Trotzdem gibt es hier oben in der Ecke nochmal wieder ein Hashtag Werbung, weil ich ja wieder über eine Marke spreche. Aber wie gesagt, habe es mir selbst gekauft. So, dann schalte ich doch schon mal runter. Und hier rollt die Riesentonne hin und her. Und wie wir sehen können, erhalten wir nicht nur eine, sondern direkt zwei Barbies. Aber ich glaube, das ist die kleine Schwester. Das ist, glaube ich, die große, die Schwester und auch noch ein Pet. Und irgendwelche Sachen, die man für eine Slumber Party braucht. Slumber Party? Habe ich das Slumber Party gehört? Ja. Du hast doch nicht gedacht, dass du ohne mich eine Slumber Party feiern kannst. Nein, natürlich habe ich das nicht gedacht. Ich wollte ja eigentlich auch nur auspacken. Ah, auspacken, auspacken. Du nur mit deinem Auspacken. Ich will doch wissen, was die mitbringt für die Party. Wer ist das eigentlich überhaupt? Keine Ahnung, ich weiß auch noch nicht, wer das ist. Ich habe sie jetzt nur in rosa gesehen. Die ist da außen drauf. Die da? Du weißt schon, dass ich keine neue Freundin brauche? Ja, ich weiß, dass du keine neue Freundin brauchst. Wie läuft's eigentlich mit Fee? Ah, mit Fee läuft super. Sie ist eine sehr gute Zuhörerin. Ja, ich habe mir gedacht, dass das zwischen euch ganz gut funktioniert. Du redest viel und sie, ja, nicht so. Wie meinst du das denn jetzt? Ich meinte eigentlich nur, dass sie ganz gut zusammenpasst. Mehr nicht. Sola, weißt du was? Ich mache erstmal ganz kurz den groben Dings hier, den Anfang und dann kannst du ja vielleicht währenddessen nochmal dazukommen und mal schauen. Oh mein Gott, was habe ich getan? Dann mal schauen, was wir hier so auspacken. Und vielleicht verstehst du ja dich auch mit der ganz gut. Wobei, naja gut, sie hat ja jetzt mehrfach betont, sie möchte keine neue Freundin. Aber vielleicht freut sich ja Amalia, wenn sie eine neue Freundin hat, weil ich glaube, da bei den beiden, da kommt sie nicht mehr dazwischen. Bei Sola und Fee, die sind ja wirklich ein Herz und eine Seele. Man hört immer nur Sola, bla 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 bla. Und Fee freut sich immer nur. Hast du da gerade gelästert? Nein, ich habe doch nicht gelästert. Ich habe nur gesagt, dass ihr euch super versteht. Ist doch okay, wenn einer viel redet und der andere nicht. Na dann ist ja gut. Oh, da muss man immer aufpassen, was man sagt. Oh, wie süß ist das denn? Da sind ja kleine, so kleine. Da ist eine Nummer drauf. Oh, ich glaube, das ist ja wie ein Adventskalender, nur mit 50 Türchen. Ach du Schreck, wie lange brauche ich nochmal für so einen Adventskalender? Okay, ich muss mich ranhalten. Hoffentlich unterbricht sie mich nicht so oft. Sonst dauert es noch länger. 20, 18. Ich werde ja wahrscheinlich 50 von solchen kleinen Dingern haben, oder? So, oder manche Sachen vielleicht auch nicht. Doch, das ist doch tatsächlich alles beschriftet. Ich hole einfach alles raus. Ich bin leicht überfordert. Oh Gott. Was? Es ist ganz schön viel. oh Gott, wie gehört das alles? Das kann ich, glaube ich, weg. Oh, hier kann man noch was ausstanzen. Da ist ja... okay, das gucken wir uns gleich an. Was ist das denn hier für ein komisches Tütü-Ding? Ist das ein Teppich oder sowas? Vielleicht kann man das auch irgendwo zwischenspannen. Das ist noch sowas. Hä? Noch so ein Teil? Vielleicht brauche ich die Sachen ja noch. Vielleicht kann ich das noch irgendwie mit... Oder gehört das zur Verpackung? Erstmal zur Seite legen. Noch nicht wegschmeißen. Das hole ich erstmal so hier raus. Hallo. Oh. Das gehört, glaube ich, auch noch mit dazu. Hier ist nämlich gerade sowas aufgesprungen. Seht ihr das? Das kann man... Oh, das kann man aufklappen. Oh, ist das schon die 1? Darf ich das schon öffnen? Wo ist denn hier die 1? Da ist übrigens die Barbie drin. Wo ist denn die Kleine? Oder sind die beide da drin vielleicht? Ich mache mich jetzt erstmal auf die Suche nach der 1. Okay, ich habe jetzt so ein paar Sachen gefunden, die keine Nummer haben. Das sind die hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und natürlich dieses große Teil, was ich da vorhin schon gesehen hatte. Und die Barbie drin.
Und dann habe ich halt noch so kleine Verpackungen bis... Oh, Moment, da ist ja noch was. Hier, die fehlt ja auch noch. Oh. Bis 29 habe ich auf jeden Fall noch was beschriftet. Ich hole jetzt vielleicht einfach mal ganz kurz das hier so mit raus. Da sehen wir ja noch nichts. Da ist jetzt nur die große Barbie drin. Wann machen wir denn das auf? Am... Aua! Die ist aber brutal. Am Anfang oder am Ende? Ich würde ja sagen, am Ende. Denn es ist so schön spannend. Jetzt macht sie mich voll nach. Das habe ich beim letzten Mal gesagt. Ja, ich weiß. Ich lerne. Sola, du bist echt... Ich weiß nicht so genau, ob sie mich gerade veräppeln will oder ob das jetzt ernst gemeint war. Ich falte das hier mal auf. In der Hoffnung, dass hier irgendwas Anleitungsmäßiges drin ist, was ich zu tun habe. Irgendwas muss ich hier wohl zusammenfalten. Ist das vielleicht ein Spiel? Vielleicht ist das so ein Spiel für eine Pyjama-Party. Ah, das sind meine Spielsteine, die ich da vorhin gesehen habe, die man da so rausdrücken kann, die da so eingestanzt sind. Was das sein soll? C. Das sind die Sachen, die jetzt nicht beschriftet waren, glaube ich. Guck mal, das hier kann ich so rausholen. Vorsichtig. Und ich schätze, dann sind das meine Spielsteine. Also dann kann sich halt einer zum Beispiel das Einhorn aussuchen. Einer die Katze. Ich nehme das Einhorn. Du nimmst nicht das Einhorn, du bist das Einhorn. Egal, ich nehme trotzdem das Einhorn. Okay, dann nimmst du das Einhorn. Dann nehme ich die Katze, die passt sowieso besser zu mir. Wie, du spielst auch mit? Ja, nicht? Ich dachte, ich darf auch mitmachen. Ich habe doch extra schon mein Pyjama an. Na gut. Hauptsache, Fee spielt mit. Ja, Fee spielt ja sowieso mit, oder? Hast du sie schon gefragt? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Fee! Gut, jetzt ist sie erstmal wieder beschäftigt. Dann haben wir nämlich das Kätzchen hier. Ein Regenbogen. Und was fehlt noch? Jetzt fehlt nur noch ein Herz. Das ist wahrscheinlich noch ein Stein sozusagen. Also ein Mitspieler, den man benutzen kann als Spielfigur. Und wobei, naja, wir haben hier noch so einen Donut und auch noch so einen kleinen Muffin. Aber ich weiß nicht genau, ob das hier auch als Spielstein sozusagen benutzt wird. Kann man ja mal machen, ne? Ich meine, zu wie viel feiert man denn so eine Pyjama-Party? Habe ich überhaupt schon mal eine Pyjama-Party gefeiert? Ich glaube nicht. Ah, ich meine, dass hier vielleicht die Anleitung drin ist. In dieser Dose von der Barbie. Und wo kommt das her? Das weiß ich noch nicht. Sind das auch noch Spielsteine oder was? Ich hab's noch nicht. Ich hab den Zusammenhang noch nicht so ganz raus. Ich sehe nur, dass hier das Startfeld ist. Also, dass es hier irgendwie losgeht. Oder muss man das Spiel spielen, um es auspacken zu dürfen? Das mache ich jetzt nicht. Ich spiele jetzt natürlich nicht das Spiel, sondern ich pack's jetzt einfach aus. Wie süß, hier ist noch so ein kleiner Hund. Da ist ein Bär mit Popcorn. Und am Ende darf man die... Ach so, am Ende darf man die Barbie erst auspacken. Vielleicht ist das auch der Hinweis, dass ich zuerst dieses längliche Teil auspacken muss und dann zwei kleine. Nee, aber so viele haben wir doch gar nicht. Oder spielt man das mit mehreren und dann darf derjenige, der auf das Feld kommt, dann irgendwas aufmachen? Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ein Tippi. Oh, das muss ich ja gar nicht. Ich dachte gerade schon, ich muss das ausschneiden. Ich war schon ganz panisch, weil ich mich immer so schnell verschneide. Ich bin immer so ein bisschen, ja, ich schneide gerne mal irgendwo daneben. Und tu dann immer so, als ob es Absicht war. Das ist eh immer das Beste. Wenn man was falsch macht, einfach so tun, als sei das genau so gewollt. Habe ich mir genau so vorgenommen und deswegen habe ich das jetzt auch genau so gemacht. Lalala. Wo ist jetzt hier die Risslinie da, ne? Oh, das ist ja cool. Man kann es zweiseitig verwenden. Also man kann hier auch so ein Gute-Nacht-Schlafzelt machen. Das hier wäre jetzt, wenn es sozusagen noch hell ist oder wenn man halt einfach auf rosa steht. Und die andere Seite ist dann eher so ein bisschen mysteriös und so mit dunklen Sternen und sowas. Oh mein Gott, ich habe es fast eingerissen. Ah, nein, nein, nein. Das sieht jetzt aber nicht schön aus. Oh Manu. Dann mache ich es vielleicht doch andersrum erstmal. Ist doch so ein bisschen vorfalten. Ich finde das irgendwie cooler, weil hier ist ja noch so eine... Naja, oder? Man guckt halt so rein, ne? Vielleicht gehört das doch eher nach innen, weil da ist ja dann so ein Sternenhimmel. Ah, muss man das eigentlich kleben? Ich habe natürlich jetzt keine Klebe. Naja gut, dann, sonst zeige ich euch das einfach erstmal, wie ich mir das so vorstelle. Klappt ja total hervorragend. Irgendwie so stelle ich mir das vor. Und dann kann man hier so reingucken und dann ist da innen nämlich so ein schöner Sternenhimmel. Deswegen denke ich mal, dass das wahrscheinlich doch nach innen gehört. Das, so soll man das machen? Ah, Moment, ich habe gerade was gesehen. Ich habe da gerade so ein bisschen reingelugt und stelle fest, das hier ist der Hintergrund oder der... Nee, das ist der Untergrund. Da muss ich ja doch wieder ein bisschen weiter rauszoomen. Schaut euch das mal an. Das hier ist nämlich so ein richtig schöner, weicher Flauscheteppich. Dann sieht man von oben diese Pflanze und die schlafen auf Luftmatratzen. Oh weia, aber nur zu zweit. Naja, dann müssen die anderen beiden irgendwie gucken, wie sie da so schlafen. Oder die nehmen sich einfach schnell jetzt schon die Luftmatratzen und dann haben die anderen nichts mehr. Oh Gott, die Armen. Ich habe jetzt schon ein bisschen Mitleid mit denen, wenn sie gleich kommen. Hier liegt noch ein Tablet. Vielleicht haben die sogar auch noch irgendwas gespielt oder irgendeinen Film geguckt oder so zusammen. Ganz süß. Hier noch ein paar Hausschuhe. Ja, das kann man dann halt so flach hinlegen. Das müsste man wahrscheinlich erstmal so ein bisschen sich ausliegen lassen, weil jetzt gerade sieht es nicht so schön aus. Und dann passt nämlich dieses Zelt. Wenn man nämlich Klebe gehabt hätte, dann könnte man das hier einfach so zusammenkleben und dann irgendwo da in die Ecke stellen. Boah, das sieht ja jetzt mega toll aus, wie ich euch das gerade
zeige. Besser geht's kaum. Ich glaube aber, ihr könnt euch das so ungefähr vorstellen. Also hier hat man halt irgendwie so ein Zelt, das kann man halt hin und her schieben. Ich meine, drin sitzen können die wahrscheinlich eh nicht. Aber vielleicht passen die Haustiere da rein. Apropos Haustiere. Der Spielzeugdoktor hat's wieder repariert. Guckt, es funktioniert wieder. Der Kopf ist wieder dran. Man kann ihn leider nicht bewegen, aber immerhin, das kleine Tierchen ist wieder heile. Ich glaube, ich bin jetzt mal so schlau. Drehe hier einfach schon mal auf und hole mir da hinten die Anleitung raus. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. So, du liegst da drauf. Ja, wissen wir noch nichts über sie. Sie wird wahrscheinlich auch wieder eine eigene Frisur bekommen. Vielleicht sogar zwei. Ausrollen und Spiel spielen. Okay, zuerst. Und dann Anleitung befolgen. Das tue ich jetzt. Eins. Würfel finden und zusammenbauen. Ach, wie soll ich denn den Würfel finden? Ich weiß doch gar nicht, wo der drin ist. Oder ist das hier beschrieben? Da vielleicht? Das habe ich schon rausgeholt. Spielen. Okay. Ach so, das hier ist natürlich der Würfel. Hier. Da ist wahrscheinlich was drin. Und es ist auch nur ein Würfel, den man zusammenbauen muss. Und dann spielt man erstmal das Spiel. Da steht dann nämlich würfeln und zum passenden Feld vorrücken. Auf einem Feld landen und die passende Box finden, öffnen und beiseite legen. Ach du Schreck. Also man muss so lange spielen, bis alle Boxen geöffnet wurden. Das kann 1 bis 3 Spielrunden dauern. Ich glaube, dass... Oh Gott, habe ich die ganze Zeit das Mikro hier so angeditscht? Ich hoffe nicht. Ich würde sagen, das mache ich jetzt nicht, weil das dauert ja noch länger. Ich habe ja hier schon so ein bisschen erhöhten Schwierigkeitsgrad. Ich weiß jetzt, wofür die anderen Dinger hier da sind. Also erstmal, das hier kann man auch mit Klebestreifen so zusammenkleben hinten. Das geht auch. Und das hier sind unterschiedliche Teppiche, die man da drauflegen kann. Und dann kann man nämlich hier so schön das Zelt draufstellen. Und die haben das sogar in dem Bild auch andersrum gehabt. Also die haben das doch so mit diesem blauen Außen. Kann man aber wahrscheinlich so machen, wie man will. Und dann kann man sich hier einen Teppich aussuchen. Na gut, dann fangen wir doch erstmal mit dem hier an. Nein, oh Gott, das ist natürlich ein bisschen schwierig mit Pappe. Das reißt halt gerne mal direkt ein. Bei mir ist es gerade schon eingerissen. Da hätte ich mich gefreut, wenn das schon fertig gewesen wäre. Ich zerstöre es mal wahrscheinlich wieder gleich. Soll ich das mal kurz machen? Nee, jetzt bist du zu spät. Jetzt bin ich schon fast fertig. Du weißt doch, du solltest mich lieber rufen bei so schwierigen Sachen. Also ich hole gerade hier nur einen Würfel raus. So schwer ist das jetzt auch nicht. Da habe ich aber gerade ganz anderes gehört. Oh, bei ihr darf man nie seine Fehler gestehen. Das ist jetzt unser Würfel, den wir erstmal so zusammenkleben müssten. Wenn man den Klebe hätte, dann würde das auch funktionieren. Man kann hier natürlich so ein bisschen umklappen. Oh mein Gott, ich habe es direkt zerknickt. Hervorragend. Ich hoffe, das hat sie nicht gesehen. So ungefähr müsste man das dann zusammenkleben. Und dann hat man halt hier so eine Einhornseite. Und wenn das Einhorn oben ist, dann kann man halt so eine Einhornbox öffnen. Nee, ich öffne einfach alles nacheinander. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel. Wir haben ja jetzt hier schon direkt was. Oh, das sind, glaube ich, die Bettdecken. Das passt doch genau von der Größe her. Nee, warte mal, das ist gar keine Bettdecke. Das ist ein Schlafsack. Ach, wie süß. Oder das ist für diese Luftmatratze da. Aha. Entweder kommt da noch was rein oder das ist einfach so ein Schlafsack. Oh, der passt total toll zu mir. Soll ich dir mal was sagen? Wenn du ganz ehrlich bist, passt der gar nicht mal so toll zu dir, weil da sind mir Sterne drauf und der würde eigentlich zu Amalia viel besser passen. Oh, stimmt. Da sind ja Sterne drauf. Da kommt sicherlich noch gleich ein besserer, der viel schöner ist und viel besser mir gehört. Dir gehören tut er jetzt nicht direkt, weil eigentlich gehört ja gar kein von euch. Aber die andere hat das ja jetzt auch noch nicht gehört. Ich mache einfach mal schnell weiter. Ah, hier sind auch Einhörner drauf. Wir machen einfach mal mit dem Einhorn weiter. Ich schaue einfach mal hier rein. Aber die Boxen sind sehr hübsch. Da sind gleich, oh, da sind gleich 2 Sachen drin. Das ist ja cool. Eine Bürste, die hat hier so super lange Haare. Mal schauen, ob die auch wirklich super lange Haare bekommt. Und was ich richtig cool finde, so eine Taschenlampe. Ja, das ist natürlich echt cool, wenn man halt so eine Taschenlampe hat. Ne? Man macht eine Pyjama-Party, dann erzählt man sich irgendwelche Gruselgeschichten. Nein, nein, nein. Bitte keine Gruselgeschichten. Das ist mir viel zu unheimlich. Dann kann ich gar nicht mehr gut schlafen. Keine Sorge, Fee. Ich passe schon auf dich auf. Du darfst dann auch in meinem Schlafsack mitschlafen. Ja, meinst du? Ja, ich bin doch immer da. Du weißt doch, ich bekämpfe jedes Monster für dich. Okay. Na komm schon. Sola ist echt crazy drauf manchmal. Ich glaube, ich gucke mal in eine von diesen Schlafmaskenteilen hier rein. Muss ich das hier raustrennen oder wofür ist das da? Warum überhaupt? Was mache ich dann danach damit? Kann man das noch gebrauchen? Soll ich mir das selber aufs Gesicht legen vielleicht? Nee, dafür bräuchte es ja hier links und rechts wenigstens irgendwie sowas, so ein Löchlein drin oder so, dass man sich das über die Augen so spannen kann. So weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht, was man damit machen soll. Sieht zwar süß aus, aber wozu? Keine Ahnung. Ja, da ist noch was versteckt. Ha, Haare. Ist das jetzt für die Barbie oder ist das jetzt für die andere Kleine? Und hier, das ist, glaube ich, ein Tablett. Oh, vielleicht kriegen wir Muffins. Da passen 5 drauf. Oh, das wird richtig gut passen. Dann hätten wir für alle was zu essen. Ich hoffe, die haben ein paar mehr Sachen, nicht nur für 2. Das hoffe ich allerdings auch. Ich habe mich schon tierisch Hunger. Meinst du, die kochen auch noch für euch? Na, das weiß ich nicht. Wenn sie nett sind, bestimmt. Naja, wenn sie was zu essen dabei haben, dann vielleicht. Was wäre denn eine Pyjama-Party ohne Essen? Ganz ehrlich, wer geht bitte ohne Essen ins Bett? Naja, so spät essen ist ja eigentlich gar nicht mehr gesund. Okay, ich halte mich da ehrlich gesagt
sagt auch nicht so wirklich dran, aber Na, so ein paar kleine Snacks können doch nicht schaden. Ja, okay, da hast du recht. Ein paar Snacks können nicht schaden. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier überhaupt sammeln soll. Ich habe irgendwie so viel Verpackung und so viel Zeug. Ich muss das irgendwie mal richtig sortieren. Was ist das hier eigentlich? Ist das auch eine Katze? Nee, das ist ein Bär. Also eben hatten wir eine Katze, jetzt haben wir einen Bären. Da hat er mir einen Bären aufgebunden. Wow, wir haben noch mehr Haare. Das ist aber nur eine Sache. Okay, Das ist für die Große. Dann ist das andere definitiv für die Kleine oder vielleicht sogar fürs Pet. Vielleicht hat das Pet auch so ein kleines Schwänzchen. Nee, das sieht eher aus wie Haare. Jetzt können wir direkt schon unsere neuen Haare bürsten. Aha, die hat auch wieder so Strähnen. Oh, da muss ich ja gleich mal probieren, ob das hier auch... Na, verändert das auch die Farbe? Komm schon, meine Finger sind doch gerade so schön warm. Hier tut sich nichts. Ich glaube, da verändert sich leider nichts. Schade, ich dachte, das ist jetzt immer so. Ich bin ein bisschen traurig. Ich arbeite jetzt erstmal die hier, glaube ich, ab. Ist das ein Häschen? Ja. Also drei unterschiedliche Tiere für... Vielleicht finden wir ja noch die Verbindung dazu. Vielleicht ist es aber auch einfach alles nur Zufall. Oder es sollen einfach tatsächlich nur so Schlafmasken sein. Die kann man sich dann irgendwo hinhängen oder... Keine Ahnung. Ha, das ist jetzt... Ach so. Ich glaube, wir haben wirklich keinen Schlafsack für eine von den anderen, weil wir haben nur einen kleinen und einen großen. Und der passt natürlich farblich perfekt zu dem hier. Ein bisschen das Gegenstück, ne? Ergänzt sich ganz gut. Hier so ein bisschen grünlich, türkis und der ist gelb und der ist oben gelb und hier so ein bisschen lila. Ja, die sehen schon ganz schick aus miteinander. Oh, das sind glaube ich so, oh, die leuchten im Dunkeln, die Sticker. Warte mal, wenn ich jetzt hier so, oh ja, die leuchten. Die werden auf jeden Fall leuchten. Ich habe sie auch nicht mal angestrahlt. Ich denke mal, wenn man es halt richtig so schön anstrahlt, dann leuchten die auch noch richtig toll. Krass, leuchtet richtig cool, das sehe ich jetzt schon. Ich weiß zwar nicht genau, wo man es hinkleben soll, ob man das irgendwie auch auf sein Spielfeld, ne, wahrscheinlich eher nicht. Ich denke mal, das kann man eher so an die Wand oder keine Ahnung, wo sonst hinkleben. Auf dem Schreibtisch, an irgendwelche Dinger. Schrank. Dingerschrank. Ich mach mal das erste Einhorn auf. Was ist wohl in einem Einhorn drin? Oder wo geht's überhaupt auf? Hallo? Hier geht's auf. Oh. Ah, da ist ja doch was drin. Ich dachte gerade so eine leere Tüte. Wow. Drei Knochen? Ah, dann ist... Oh, hier ist das Hündchen vielleicht. Tatsächlich ist ein Hündchen drin. Ist das jetzt ein Hündchen zum Pielen oder ist das ein Hündchen zum ins Wasser schmeißen? Ich kratze mal vorsichtig irgendwie an dem Fuß und dann schaue ich mal, ob da was zum Pielen ist oder ob ich das ins Wasser werfen muss. Nee, das ist nichts zum Pielen. Das ist was zum ins Wasser werfen. Kann ich denn das da auch? Oh Gott, das kriege ich ja nie wieder raus, wenn ich das da in diese tiefe Dose da reinschmeiße. Dann muss ich es irgendwie festhalten. Nicht, dass mir das dann da reinflutscht. Sonst muss ich meine ganze Hand in dieses farbige Wasser dann reinstopfen. Das mache ich aber, wenn ich dann die Barbie da reintunke, ne? Hey! Was ist denn los bei dir? Ist dir heute langweilig? Hä? Was ist denn los, Schatzi? Ist dir langweilig? Komm hier. Wuppidiwupp. Was ist los mit dir? Ist dir so langweilig oder was ist? Hast du Hunger? Soll ich gleich mal gucken gehen? Ich glaube, der ist heute einfach nur langweilig. Kommt sie hier rein und miaut mich voll an, hä? Was machst du doch sonst nicht? Wo drückt der Schuh? Katzenklo ist sauber. Einfach nur Langeweile. Ach so, vielleicht wollte sie auch einfach nur geschmust werden. Das kann natürlich auch sein. Das war aber sehr aufdringlich gerade. Meine Süße, ich muss doch gerade aufnehmen. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich dich einfach weiter schmusen? Schönes Köpfchen verstecken in der Hand. Grunz, grunz. Kleine Maus. Mal gucken, ob sie sich jetzt schon beruhigt hat, ob da schon genug war oder ob da noch was kommt. Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, bei diesen kleinen Hundeknochen hier. Die sind hier offensichtlich für das Pet. Ich glaube, ich lasse die erstmal noch drin, weil die verschlampe ich bestimmt gleich bei diesen ganzen Sachen, die ich jetzt hier finde. Bevor ich das Fragezeichen öffne, mache ich mich, glaube ich, erstmal hier dran, weil ich vermute, dass im Fragezeichen die Schwester drin ist. Weil sonst haben wir nichts mehr an größeren Verpackungen, wo die sich sonst noch befinden könnte. Also, ein kleines Hundebettchen. Stimmt, der Hund braucht natürlich auch ein Bettchen. Kann ja schon mal gucken, ob es passt. Passt auf jeden Fall sehr gut. Nur ist der Hund natürlich noch nicht ganz fertig gebadet. Soll ich jetzt schon mal die Kleine rausholen, die kleine Schwester? Ich meine, im Grunde sehen wir ja eh nichts. Das heißt, ich kann die ja eigentlich schon rausholen. Sie wird wahrscheinlich auch... ja, die ist auch silberfarben und haben sonst nichts mehr drin. Die ist sogar gleich doppelt verpackt. Ich sehe schon hinten was. Ich glaube, sie ist blond. Ich habe hier hinten am Kopf was Blondes oder was Gelbes so durchschimmern sehen. Tja. Glaubt ihr auch? Blond, ne? Hey, Sola, die hat nicht nur Fußpilz, die hat, glaube ich, komplett Unterkörperpilz. Die ist hier ganz eingearbeitet. Igitt, Ganzkörperpilz? Kind, wie hast du denn das gemacht? Ich will gar nicht wissen, wo du dich rumgetrieben hast, dass du überall Pilz hast. Sola, ich glaube nicht, dass sie überall Pilz hat. Die ist einfach nur gut eingepackt, damit sie nicht abfärbt. Was ist die denn so silbern? So sah ich aber nicht aus. Nee, die sind ein bisschen anders. Sola, für die brauchen wir gleich Wasser. Dann können wir sie ins Wasser eintunken und dann können wir sie befreien von der Farbe. Und dann sehen wir, wie sie aussieht. Sehen. Wie? Ach so. Mein Gott, dann wird die ja direkt ganz nass. Ja, ich habe auch direkt ein Handtuch da, dann können wir sie gleich wieder trocken machen. Na Gott sei Dank, da bin ich ja froh, dass ich nicht so komisch eingepackt war. Mich konnte man ganz easy einfach nur rauspeelen. Die Kleine tut mir schon ein bisschen leid. Keine Sorge, Zanzi holt dich gleich raus.
Hey, Sola, hallo. Die brauche ich noch. Ja, ich dachte, ich bringe sie schon mal ins Badezimmer. Nee, das machen wir nicht im Badezimmer. Wir haben dafür extra eine Verpackung. Du kannst gleich zugucken, wenn ich sie in die Tube reinstecke. In die Tube? Ja, ich nenne das jetzt Tube. Das war halt einfach nur so ein Plastikgefäß. Das kann man oben zuschrauben, dann kann man so schütteln und dann kann man die wieder rausholen. Dann ist das Wasser ganz cool. Das wird ja ein Spektakel. Na gut, angucken werde ich mir das auf jeden Fall. Das habe ich mir gedacht, dass sie das interessant findet. So, meine Kleine, du musst noch ein bisschen warten. Aber jetzt können wir uns endlich an den kleinen, ich nenne es jetzt mal Adventskalender machen. Ist ja kein Adventskalender, aber an die Zahlen. Und ich mache sie natürlich einfach mal nacheinander auf, ne? 9 bis, was habe ich gesagt? 29, glaube ich. Das ist ja voll wie so ein Joghurtbecher. Ich mache mal meinen Joghurtbecher auf und was? Was ist das denn? Hä? Das ist ja noch ein Pad. Ach so, nee, warte mal. Ich glaube, das ist ein Kuscheltier. Weil das Pad, das ist ja dann doch ein bisschen größer. Oh, hoppala. Oder kann man das vielleicht als Welpen durchgehen lassen? Aber den kann man bestimmt nicht mehr, oder? Kann man den auch ins Wasser schmeißen? Ne, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Der hat sogar kleine Tatzen. Der ist so klein, aber hat sogar kleine Tatzen. Was würdet ihr sagen? Was ist das für eine Rasse? Vielleicht eher ein Mischling, oder? Ich kann es jetzt nicht so ganz zuordnen. Mal abwarten, ob wir da noch irgendwas finden, was da so einen Hinweis gibt, ob das jetzt ein Kuscheltier ist oder ob wir das vielleicht doch noch irgendwie abfärben lassen können. Nee, ich denke mal nicht. Das sieht halt auch von dem Material her gar nicht so aus. Oh, vielleicht ist hier was zu essen drin. Vielleicht, aber auch einfach nicht. Da ist ja noch ein Tier. Hä? Warum haben wir denn so viele Tiere? Schon wieder eine andere Farbe. Stopp, da steht ja plus Wasser. Oh Gott, stand bei dem eben auch Flusswasser? Nein, ich habe nicht aufgepasst. Hier steht Wasser. Oh nein. Doch, dann wird das doch eben auch Wasser gewesen sein. Der sieht ja genauso aus. Da stand ja nicht Wasser. Jetzt müsste ich das Video zurückspulen, aber ich kann ja nicht, weil ich nehme ja auf. Ich kann ja nicht einfach Stopp machen. Na toll. Vielleicht stand da ja Flusswasser. Ich versuch's einfach mal. Wenn nicht, dann macht es bitte nicht. Dann reicht es schon, wenn ich es einmal verkehrt gemacht habe. Vielleicht finden wir ja noch einen. Ach, natürlich jetzt nicht noch einen. Och, Mann, oh, hätte ich gerne noch einen gehabt. Oh, hier innen ist ja auch noch mal. Das ist ja süß. Da ist jetzt auch tatsächlich Essen drin. Da steht Essen drauf. Ist auch Essen drin. Und zwar Popcorn. Ist doch Popcorn, oder? Ja, für so eine Slumberparty Popcorn. Hä? Hallo? Habe ich hier auch noch so ein Unterteil vielleicht? Oder wie geht das? Oder nehmen die das so in die Hand? Oder kann man das irgendwo draufsetzen? Ah, Idee. Idee. Moment, Idee. Tata. Hier vielleicht. Ja. Nein, ist das cool. Da können wir unser Tablett anrichten. Oh, das heißt, wir werden noch 4 andere Sachen kriegen. Essen. Ich habe doch gesagt, sie bringen was zu essen mit. Stimmt, du hast tatsächlich recht. Du hast gesagt, die bringen Essen mit. Kann ich das Popcorn schon mal testen? Nein, Sola. Du kannst das Popcorn noch nicht testen. Das ist ja wohl ein bisschen unhöflich. Ich meine, wir erwarten hier Gäste und dann macht sie einfach schon das Popcorn, testet schon mal und isst wahrscheinlich schon mal die Hälfte der Packung weg und so. Und dann kommen die da raus, völlig fertig, sind erstmal abgewaschen, noch ganz nass und dann kriegen die noch nicht mehr was zu essen. Das Popcorn ist schon leer, alles ist leer getrunken und so. Nee. So aber nicht. Hä? Eine Pyjama-Hose. Mit kleinen Einhörnern drauf. Oh, mit Einhörnern. Ich weiß, sie wird mich lieben. Ich bin ein Einhorn. Ich weiß, du bist ein Einhorn. Aber ohne Horn. Ja, wie gesagt, das muss man ja nicht immer tragen. Schon gar nicht bei einer Übernachtungsparty. Was meinst du, wem ich da alles die Augen ausstechen kann mit meinem Horn? Glaubst du wirklich, dass du so gefährlich bist? Ich bin ein Einhorn. Einhörner sind aber normalerweise nicht gefährlich. Ich bin auch ein besonderes Einhorn. Du bist nicht nur ein besonderes Einhorn, du bist auch eine ganz besondere Puppe. Das ist wahrscheinlich eher für die Kleine, oder? Nee, oder auch für die Große. Oh Gott, das wird jetzt auch noch problematisch zuzuordnen, ob das jetzt zur Kleinen oder zur Großen gehört. Wobei, naja gut, wenn ich die Sachen dann nebeneinander sehe, dann wahrscheinlich nicht mehr. Okay, wenn ich die Sachen nebeneinander sehe, dann weiß ich, dass das hier für die Kleine ist und das andere ist für die Große. Weil das dann doch ein bisschen sehr viel kleiner genäht wurde als das hier. Ja, das ist für die Kleine. Schön in Regenbogenfarben und mit kleinen Sternchen drauf. Nummer 14, eine Regenbogenverpackung. Oh, es gibt noch mehr Essen. Oh, cool. Wow, eine Pizza. Noch mehr Pizza. Das ist ja süß. Wir haben hier einmal so eine richtig große, fette Pizza. Könnte Salami sein, denke ich mal. Wäre aber auch möglich, dass es Tomaten sind. Also wenn man jetzt sagt, man möchte lieber eine vegetarische Pizza, dann hat man halt eben Tomaten. Und sonst würde ich persönlich sagen, das ist eine Salami-Pizza. Also sieht für mich eher so aus. Man hat dazu 2 kleine Stücke, was eigentlich nicht dazu passt, dass man hier eine komplette Pizza hat und dann nochmal 2 Einzelstücke. Macht logisch für mich nicht so viel Sinn, aber okay. Das Coole ist, man kann das halt später dann auch so anordnen. Das passt jetzt natürlich nicht nebeneinander. Dann muss man das hier immer durchwechseln. Kriegen wir denn das überhaupt auf eine Dings drauf? Nee, ne? Also entweder oder. Entweder man macht das hier einzeln drauf. Hä, das passt ja gar nicht. Wie soll denn das gehen? So? Und dann kann man hier nur ein Stück hin machen. Oder vielleicht eher was zu trinken? Läuft bei mir nicht. Nee, geht gar nicht. Naja, gut. Also da passt es hin. Da passt eins hin. Naja, so würde das gehen. Dann hat man hier vielleicht noch Platz für was zu trinken. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja gleich was. Generell ohne Trinken wäre nicht so gut. Ich kriege immer so Durst, wenn ich irgendwie was esse. Ich brauche auf jeden Fall was zu trinken. Ja, das kann man wohl nicht trinken. Es sei denn, wir trinken aus einem Schuh. Sind das so Schuhe für zu Hause? Wobei, ich meine, wer trägt bitte Stiefel zu Hause? Ich nicht. Haben eine ganz süße Sohle, aber... Hast du mich gerade gerufen? Nee. Wieso? Du hast doch gerade gesagt Sola. Ich habe gesagt, die haben eine schöne Sohle. Sohle. Ach so. Ha. Naja, dann nicht.
Die fühlt sich auch immer angesprochen. Nummer 16. Aha, aha, eine Schalafbrille. Ja, die kennen wir ja auch. Haben wir auch gerne mal bei den LOLs mit dabei. Und nein, und noch so eine komische Brille. Die ist aber doch eher für die Kinder, ne? Doch, ich glaube, das wäre eher für sie passend. So von der Größe her. Wow, hier finde ich die Brillen tatsächlich noch weniger schön. Aber die hier passt für eher für die Große. Das ist für sie zu groß. 17. Wieder was mit einem Einhorn drauf. Ja, ich glaube, es ist wieder was fürs Tablett. Oh, cool. Waffeln in Sternform und Kekse. Ja, das wäre was für mich. Kriegt man natürlich wieder nicht alles drauf, aber das könnte man theoretisch hier dazustellen. Wann kommt denn endlich das Trinken? Bin ja so gespannt. Ich brauche unbedingt was zu trinken. Aber was machen die noch? Eine Oh ja. Okay, das ist natürlich auch cool. Bei einer Slumber-Party sitzen die dann hier am Laptop und gucken vielleicht am Laptop einen Film. Oder die daddeln hier irgendwie so ein bisschen auf dem Smartphone rum. Eigentlich gucken die da TikTok oder so. Oder sie schreiben heimlich ihrem Schwarm. Wobei, wie kann man denn heimlich schreiben? Eigentlich gar nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob man hier drin auch noch was sehen kann oder ob da... Oh, man kann tatsächlich was sehen. Das sieht aber nicht schön aus nach dem Film, sondern das sieht eher so aus, als würden sie irgendwas anderes machen. Was ist denn das? Hä, was ist das denn da unten? Oder soll das doch ein Film sein? Das sind irgendwelche Charts. Das passt doch überhaupt nicht zu einer Slumber-Party. Warum haben die denn hier so Windows-Bildschirm? Ich hätte mir gewünscht, dass da so ein richtig cooles Bild ist. Ich meine, das kann man natürlich sich auch selber machen. Kann man selber ausdrucken und dann dahin kleben. Von Harry Potter zum Beispiel. Und dann hat man hier so einen Harry Potter-Film. Auf dem Laptop. 19 mit ganz vielen Herzchen. Schon wieder was zu essen? Ja. Ist das endlich was zu trinken? Nein. Die Frage ist nur, was ist denn das dann? Es ist so ein kleiner Bär. Ist das Honig? Leute, was soll das sein? Soll das Honig sein? Oder ist das ein Teddy? So ein Spielzeug? Oder so ein riesiger Gummibär zum Essen? Das sieht so aus, als hätte der da oben so ein Nupsi. Vielleicht ist es auch eine Trinkflasche. Klärt mich auf. Ich weiß nicht, wozu das da sein soll. Oder Sirup für die Waffeln. Und ein Spiegelei. Schade aber, dass das hier, dass man das nicht irgendwie erfüllen kann. Das ist einfach nur draufgedruckt. Warum ist das nicht so gemacht wie das hier? Das wäre doch viel cooler. Das wird noch daneben passen, aber das nicht. Das sieht auch ein bisschen komisch aus, wenn das hier so voll gestellt ist. Ja, Slumber Party auf jeden Fall sehr essenslastig. Wir haben ja so ungefähr alles schon gehabt. Vorspeise? Nee, hatten wir Vorspeise schon? Nachspeise? Oh, ach so, die hat auch noch einen Schwamm. Ach so, warte mal, ich glaube, die verändert sich tatsächlich auch noch im Wasser. Ah, stimmt. Kalt und warmes Wasser. Na, dann brauchen wir den ja gleich noch. 21 wieder mal mit Sternen. Schuhe. Schuhe für die Kleine. Ja, für die Kleine. Süß, das sind Mokassins. Die haben hier so Fransen an der Seite. Die finde ich irgendwie tatsächlich ganz süß. Haben wir schon mal solche Schuhe gehabt bei LOL? Nee, ne? Warum nicht? Das wäre auch schön. Wieder was mit Regenbogen. 22. Kommen dem Ende immer näher und haben immer noch nichts zu trinken. Jetzt? Ja. Nee. Hä? Na toll. Das ist so eine Wasserkanne. Aber keine Gläser. Die sollen noch nicht aus der Kanne trinken. Naja, wir werden wahrscheinlich noch Gläser kriegen, aber jetzt haben wir hier so eine Kanne. Die kann man tatsächlich sogar auch vollfüllen und dann tatsächlich damit spielen mit Wasser so. Gerade noch einen Platz frei. Den kriege ich da noch hin. Also das da weiß ich, wie gesagt, nicht, was ich damit anfangen soll. 23. Ja, endlich meine Becher. Das sind keine Becher, das sind Gläser. Ein grünes und ein gelbes. Ich habe die Befürchtung, dass sie sich wohl ein bisschen viel teilen müssen, weil die sind da nur, wir haben nur zwei Gläser und die sind ja zu viert. Oh, ich glaube, das passt hier gar nicht, oder? Passt das doch? Nein, das passt hier gar nicht rauf. Warum passt denn das jetzt nicht aufs Tablett? Naja gut, da muss man das wohl so daneben stellen. Schade, ich dachte irgendwie, man könnte das auch so schön aufs Tablett stellen. Die haben noch gar keine Oberteile. Oder haben die vielleicht oben was draufgedruckt und deswegen haben sie keine Oberteile und haben dann deswegen nur eine Hose an? Ich habe so die Befürchtung, dass da nämlich nicht mehr großartig was kommt. Ach ja. Noch was zu essen für das Tierchen. Auch noch so ein kleiner Wasser- oder Futternapf. Können wir uns aussuchen. Konfetti-Party! Juhu! Ob die wohl irgendwas Besonderes feiern? Oder ob das nur einfach so eine Slumber-Party ist? Vielleicht feiert ja auch einer Geburtstag. Oder so Schuljahresabschluss, das wäre auch cool. Klasse vorbei und dann so Ferienparty quasi. Der ist auch ganz süß, aber den kann man nicht eintauchen. Ich glaube, der andere Folien, der hatte auch eine Folie um sich. Ich glaube, ich habe den auch aus einer Folie rausgeholt und ich glaube, da war auch ein Wasserzeichen drauf. Ich werde das auf jeden Fall mal testen. Oh, ja, stimmt. Zahnbürsten und Zahnpasta. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Ohne Zähneputzen ins Bett, bar, geht gar nicht. Mag ich auch überhaupt nicht. Ist mir zwar schon mal passiert, aber ich stehe immer wieder auf, wenn ich das irgendwie merke. Also wenn ich dann aufwache, wenn ich aus Versehen mal mich hingelegt habe, so aufs Sofa und eingeschlafen bin, stehe ich immer wieder auf und putze mir nochmal die Zähne, weil ich kann einfach so nicht schlafen. Ich finde das so eklig. Ich habe immer das Gefühl, ich habe irgendwie so Moos im Mund. So, Schimmelpilz. Keine Ahnung. Die drei Sachen auf jeden Fall sehr wichtig für eine Slumber-Party. Wir haben nur noch drei kleine Sachen. Und ich habe die Befürchtung, dass wir tatsächlich, glaube ich, keinen Oberteil mehr kriegen. Was ich sehr schade fände. Ha, Saft. Cool. Den tausche ich mal hier vielleicht mit dem da aus, weil ich gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Deswegen nehme ich den mal hier hin. Dann haben wir nämlich Saft und eine Karaffe mit Wasser. Dann könnten wir vielleicht hier auch so ein, ja, so eine Schorle oder sowas draus machen. So eine Orangensaftschorle. Manu, wie wär's denn mit so einem kleinen Tisch oder so? Werden wir wohl nicht mehr kriegen, aber es wäre irgendwie schön. Oh, noch was richtig Großes. Jetzt haben wir tatsächlich noch einen Teddy. So einen Teddy für die Kleine und einen Teddy für die Große. Oh, der ist sogar richtig schwer.
schwer. Ach nee, nicht nochmal den Kopf drehen. Hier wird es nicht gehen, da sieht man es schon. Nee, ich will nicht schon wieder jemandem hier den Kopf abreißen. Boah, die beiden zusammen sind ja auch voll süß. Guck mal, die können hier so Händchen halten. Süß, ne, die beiden. Hier haben wir nochmal die Katze. Aber wir haben ja gar keine Katze, wir haben ja leider nur einen Hund. Also Hund ist auch süß, aber leider keine Katze. Doch, da ist eine Katze. Na toll. Hä, oh Mann. Wieso hat nur die eine so einen Nackenkissen und die andere nicht? Das ist ja voll unfair. Oh, das ist so aus Gummi irgendwie. Kann man so richtig kneten. Aber jetzt fehlt natürlich noch das Allerwichtigste, nämlich die Barbie und die Kleine und die Tiere. Aber womit fange ich an? Vielleicht fange ich sogar erstmal mit den Tieren an. Soll ich da vielleicht sogar nochmal einen extra Behälter holen? Ich glaube ja. Weil die kriege ich sicherlich nicht mehr raus, wenn ich die jetzt auch in das große Gefäß da rein tue. Ich hole mal irgendwie ein Glas, glaube ich. Haha, hab gerade nochmal geguckt, da steht sogar, dass man eine kleine Schüssel nehmen soll und dass die nicht enthalten ist. Und ich glaube, ich fange vielleicht mal mit denen hier an. Mal sehen, ob sich da... Ha, viel zu heiß! Ha, 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 heiß! Oh Gott, kriege ich das jetzt wieder raus? Und passiert hier auch was mit dem? Ja. Wow, das ist ja cool. Du, du, du. Da kann ich so richtig hier ein Farbenspiel mitmachen. Das ist ja nice. Ah, heiß, 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 heiß. Man soll einfach nur warmes Wasser nehmen, aber ich habe natürlich wieder übertrieben. Autsch. Ha, gerade 3.33 Uhr. Tada. Ich habe nämlich vergessen, noch jemanden zu grüßen. Ich schaue hier gerade nochmal auf YouTube. Ich muss unbedingt einen zweiten Teil hochladen. Ich bin Sternzeichenkrebs. Habe ich ja schon. Liebe Grüße an dich, Lina. Ah, hier habe ich noch eine #FragZanzi-Frage gerade gesehen. Liebe Grüße an dich. Was ich für einen Sport mache jetzt gerade? Ja, momentan tanze ich, wenn dann nur Zumba vom Fernseher. Nicht so erfüllend. Und eigentlich würde ich gerne auch demnächst mal wieder Fahrrad fahren mit Ben. Oder vielleicht sogar endlich mal wieder Rollerblades. Und ob ich mal die Baby Born Surprise Serie 3 vorstellen kann, fragt die Julia. Gute Idee. Müsste ich mal nachfragen. Die könnte ich vielleicht sogar bekommen. Eine Roomtour habe ich ja eigentlich schon gemacht. Wobei, na gut, eher vom Büro, ne? Hier kann man ja gar nicht so viel sehen. Ist ja relativ klein. Habt ihr das nicht auch schon mal gesehen? Ich weiß gar nicht genau. Und die Diana möchte noch gerne gegrüßt werden. Und ihre Schwester Josephine auch. Und sie hat 3 Schwestern. Also wir grüßen mal alle Schwestern und alle, die natürlich Diana und Josephine heißen. Aha, und die Salma, die fragt, ob ich mal die Blooms aufmachen kann. Heißen die wirklich so? Hanna hat dann gesagt, dass sie das schon mal geöffnet hatte, habe ich auch gedacht, die heißen halt Blume. Aber sie meinte, nee, die sind wohl für 5 Euro bei Müller. Mein Gott, da muss ich echt mal... Ich habe ja keinen Müller. Ich muss meinen Müller finden. Und die Laila grüße ich auch nochmal. Playmobil-Videos werden sich noch gewünscht. Ja, das wollte ich sowieso. Habe ich auch überlegt, ob ich das heute mache. Aber ich glaube, ich warte tatsächlich bis morgen auch nochmal mit dem Aufnehmen. Weil morgen nämlich die coole Lieferung ankommen soll mit den ganzen neuen LOL-Sachen. Und wenn die dann da sind, ihr wartet ja schon so lange auf Sweets and Spicy. Dann will ich die unbedingt öffnen. Und deswegen habe ich schon gedacht, da mache ich vielleicht jetzt nicht heute auch nochmal ein zweites Video. Sondern dann setze ich mich lieber morgen nochmal hin und nehme morgen nochmal auf. Guck mal bitte, wie süß das ist. Die haben voll ihre Farbe verändert. Der Orangene ist halt irgendwie so braun geworden und der Rosane gelb. Oder blond. Wir haben einen blonden Hund. Sehr, sehr süß, oder? Die beiden. Jetzt fehlt nur noch die Mami. Mami-Hund. Müssen wir hier auch nochmal untertauchen. Mal sehen, was da passiert, wenn wir die jetzt hier in diese orangene Plörre reintun. Die Arme. Geht jetzt in das alte Badewasser von ihren Babys. Naja gut, aber die Mamis, die machen ja immer solche Sachen, ne? Die Kinder zuerst und dann kommen die Mamis. Das ist wie, wenn ein Kind irgendwas isst und dann spuckt es das wieder aus und die Mami isst dann immer noch den Rest. Mamis sind irgendwie so auf der Abfalleimer. Voll traurig, ne? Naja, gut, aber besser als im Tierreich, wo der Vogel dann irgendwie das Essen einmal vorverdaut und dann wieder hochwirkt und dir dann in den Mund spuckt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so lecker vorstellen. Oh, die Kleine hier wird, was ist das? Grau. Zuerst dachte ich blau, aber ich glaube, das ist eher so ein Grau. Sieht so aus, als hätte ich hier in dem Wasser meine Buntstifte ausgedrückt oder so Wachsmalstifte. Ja, man kann auf jeden Fall so ein bisschen nachhelfen, indem man halt hier so mit dem Finger drüber schrubbelt. So, jetzt sind sie ja geboren. Jetzt kann ich sie quasi einmal schön abtrocknen. Sie hat immer noch so ein bisschen pink hier hinter den Ohren. Die ist ja noch ganz grün hinter den Ohren. Nee, sie ist nicht grün, sie ist pink vor den Ohren. Ich gucke mal, ob das reicht. Na, was meint ihr? Süß, oder? Die sieht richtig süß aus. Oh, sie ist noch nicht ganz trocken. Gott, überall Haare. Ich glaube, die Katzen sind hier auf dem Tisch rumgetanzt, während ich nicht aufgepasst habe. Hä? Ich habe die eigentlich mal so gut abgesperrt. Manu. Aber sie hat, okay, sie hat auf jeden Fall verschiedenfarbige kleine Welpen. Braun, gelb und sie ist halt selber grau. Da würde mich ja mal interessieren, was der Papa für eine Farbe hatte. Vielleicht war der braun-gelb gescheckt oder so. Die süße... Jetzt kommen wir zum großen Moment. Ich habe bis hier das vollgefüllt. Da ist ja der Strich sozusagen. Und ich fange vielleicht mal mit der Kleinen an und dann am Ende machen wir die Große. Auch hier schon überall Katzenhaare. Ganz toll. Das muss ich euch natürlich hier oben zeigen, weil sonst sieht man das gar nicht. Wasser ist eigentlich super schön warm. Hier auch von außen. Das löst sich jetzt nicht so mega toll auf. Vielleicht sollte ich sie mal falten. Wobei, wenn ich sie fallen lasse, kriege ich sie nicht mehr hoch, ne? Oh, sie geht gar nicht unter. Perfekt. Könnte jetzt auch den Deckel oben drauf machen und könnte es dann einmal richtig schütteln. Oder aber ich tunke sie einfach so ein. Oh Gott, sie guckt mich voll creepy an. Schon die erste Horrorgeschichte, die hier passiert. Guck mal, seht ihr das da?
Das Wasser sieht mega cool aus. Das ist richtig shiny. Nein, sie dreht sich immer freiwillig zu mir und guckt mich an. Sie will mir auf was Böses. Hilfe. Ah ne, jetzt guckt sie wieder euch an. Das geht ganz gut. Man braucht halt echt gar nicht großartig was machen. Das entfernt sich von selber. Nur mal so ein bisschen untertauchen, damit hier oben auch das Wasser rankommt. Ich glaube, die ist fertig. Hallo, Kleine. Hi. Ah, das hat ja gedauert. Endlich. Wo ist meine große Schwester? Ja, das ist eine gute Frage. Ich dachte mir, ich lege dich erstmal kurz hier so ein bisschen im Handtuch hin und dann packe ich die aus. Ist das okay? Du kannst dich noch mal ein bisschen ausruhen und warte mal, ich lege dir mal hier kurz die Schlafbrille. Ich bin gleich wieder da. Hey! Oh, ich muss mich schnell beeilen. Die wird vielleicht panisch, wenn sie irgendwie merkt, dass sie gerade alleine ist. Deswegen muss ich schnell mal ihre Schwester rausholen. So, die tucken wir nämlich hier auch nochmal kurz ein. Lalala. Machen wir ein bisschen schneller. So, natürlich auch wieder ganz untertauchen. Oh, habe ich genau richtig die Höhe hier ausgemessen. Geht gerade so unter Wasser. Boah, das ist so, so cool, wie das Wasser hier aussieht. Ja, sie sind beide blond, ne? Wir sehen schon, hier kommt auch ein blonder Schopf hervor. Ich habe irgendwie mehr Spaß daran, sie hier so drin rumzuschwenken, als jetzt den Deckel drauf machen und dann richtig zu schütteln. Ich kenne mich nämlich, wenn ich das wieder nicht richtig zudrehe, dann habe ich hier eine richtige Sauerei auf dem Tisch. Was geht voll schnell bei ihr. Hä, die ist schon voll fertig. Ah, nee, doch noch ein bisschen hier hinten am Rücken. Ah, da sehe ich noch so ein paar Punkte. Wie sieht's aus mit dem Bein? Ja, das sieht ganz gut aus. Sie hat einen pinken Body an. Mal schauen, was da vorne drauf ist. Ah, sie hat wieder einen von diesen, deswegen, sie hat einen Regenbogen drauf vorne. So wie wir auch diese ganzen kleinen Verpackungen da gefunden haben. Und die andere, die kleine, die hat nämlich ein Einhorn vorne drauf. Die werden sich bestimmt gut verstehen mit Sola. So, das ist sie. Hallo. Ah, endlich habe ich dich hier ausgepackt. Oh, Entschuldigung. Hallo. Hi, ich bin Lilo. Hallo, ich bin Sola. Au, nimm mal deine Hand da weg. Oh, Entschuldigung. Sag mal, hast du meine Schwester gesehen? Deine, ach so, das kleine Mädchen da. Ja, genau. Ja, ich glaube, die liegt da hinten. Die hat gerade mit Fee sich angefreundet. Gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Also Fee, das ist meine Freundin. Also ehrlich ist mir das ist ziemlich egal. Hauptsache meine Schwester ist da. Ja, ja, ist ja gut. Ich hole sie ja. Emma, Lilo, hallo. Ich dachte schon, du hast mich alleine gelassen. Niemals, Schatz, nein. Okay, ihr habt euch ja wieder. Mädels, ich bin doch gar nicht fertig. Ich muss euch doch erstmal hier kurz zeigen und anziehen. Und außerdem, oh Gott, ich muss mir erstmal noch kaltes Wasser holen. Haha, Moment, ich bin gleich wieder da. Tada, Schwamm und Eiswürfelwasser. Hoffentlich brauchen wir überhaupt kaltes. Ich weiß gar nicht, doch. Aber ja, sie waren ja jetzt eben gerade in super heißem Wasser. Deswegen werden sie wahrscheinlich kaltes Wasser jetzt brauchen. Mal erstmal hier an. Ich hoffe, im Gesicht tut sich irgendwas. Hä? Oder doch nicht? Tut sich, hä? Vielleicht nur auf dem Badeanzug? Oder Body oder wie sich das dabei bei ihr nennt. Hier tut sich ja gar nichts im Gesicht. Vielleicht bei den Haaren? Hier vielleicht? Eventuell da? Auch nicht. Na gut, dann versuchen wir es doch mal vielleicht auf der Kleidung. Da, ja, 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 ich helfe dir. Ja, ja, wir kriegen ein paar Sonnen. Genau, Sonnen. Das sind ja die Sonnen, die kennt ja jeder. Also Wolken, die bekommen hier einfach nur ein Gesicht, ein lachendes. Hä, aber sonst tut sich halt einfach mal gar nichts. Das ist alles, was passiert. Ich bin leicht enttäuscht. Kann nicht sein. Verändern sich vielleicht auch die Haare? Nee, habe ich doch schon versucht. Die Haare verändern sich ja nicht. Hä? Ist das das Einzige, was passiert? Hm, das ist ja nicht so spannend. Hallo, Gesicht. Hm, vielleicht ist es bei ihr besser. Da tut sich irgendwie auch gar nichts. Noch nicht mal irgendwie so ein kleines Herzchen oder ein Sternchen oder so. Manu. Vielleicht wacht das Einhorn ja auf, wenn wir hier rüber gehen. Ja, guck mal. Das Einhorn ist aufgewacht. Naja, immerhin. Toll. Das ist das Einzige, was sich verändert. Really? Ich meine, dafür hat man so einen Effekt. Einfach nur mit so Augen und Mund und hier einfach nur ein Auge, was aufgeht. Bin ein bisschen enttäuscht. Tatsächlich. Haben wir vielleicht hier hinten noch irgendwas Tolles? Oder die Haare hier? Nee, es tut sich einfach gar nichts im Gesicht. Und auch nicht hier in den Haaren. Mann, hä, das war doch bei den anderen so cool. Ganz ehrlich, da habe ich ein bisschen mehr zu bieten. Ja, da hast du tatsächlich recht. Du hast sogar um einiges mehr zu bieten. Besonders hier, guck mal, wenn ich darüber gehe, haben wir hier direkt auch mal den Body verändert. Und auch noch das Gesicht hier. Die schönen Extras. Und dann haben wir ja noch einen schönen Lippenstift. Da verändert sich ja einiges mehr. Ich meine, okay, dass die Kleine nicht geschminkt ist, das kann ich ja schon nachvollziehen. Aber so ein paar coole Sterne oder weiß ich nicht, was so im Gesicht oder vielleicht ein paar Ohrringe. Hallo? Aber einfach mal gar nichts. Ist halt einfach nur langweilig. Hm. Ja, toll. Das finde ich jetzt echt so ein bisschen schade. Okay, dann testen wir das jetzt mal mit den Haaren. Die wird man wahrscheinlich auch mit den anderen natürlich durchtauschen können. Das ist ja vorteilhaft, wenn man generell welche schon hat von den Color Reveals. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon, weil ich nicht finde, dass sie so gut sitzen, weil man das halt hier voll sehen kann. Und deswegen finde ich dann die Frisur halt auch dementsprechend nicht so mega krass toll. Und bei der Kleinen ist es halt so, dass man einfach nur den Pferdeschwanz hinten reinsteckt. So. Und das sieht dann halt auch nicht so krass toll aus. Hm.
hängt halt so ein bisschen unnatürlich dann in der Gegend rum. Und dann fehlt ja eigentlich auch nur noch einmal Hose und Schuhe. Bei ihr so. Und bei ihr einmal diese hier mit dem Einhorn. Das heißt, die haben so ein bisschen Partnerklamotten an, ne? Also sie hat halt hier die Einhörner drauf und sie hat das Einhorn vorne und sie hat dann hier den Regenbogen und sie hat dann eine Regenbogenhose. Das finde ich eigentlich ganz niedlich, dass die halt zusammen so eine kleine Pyjama-Party feiern. So als Schwestern. Sind doch Schwestern, oder? Also ich hätte das jetzt irgendwie so gesehen, dass die Große mit der Kleinen halt feiert. Ja, die Schuhe finde ich süß. Aber sonst so, ihr seht mich noch nicht so mega krass begeistert. Die Schuhe hier noch dazu. Das war es jetzt auch schon mit dem Outfit, ne? Will ja nochmal testen, ob sie auch hier reinpassen. Jetzt habe ich hier natürlich dummerweise gerade die Schuhe angezogen. Aber sonst so. Oh, da fliegen gleich die Haare weg. Hier fliegen gleich die Haare aus dem Käse. ach nee, das war was anderes. Und sie dann hier so drin. Dann können sie halt hier nebeneinander so ihre Pyjama-Party feiern. Moment, ich hole nochmal die richtige Unterlage. Ich richte das mal so ein bisschen an. Also man kann sie ja dann hier drauflegen. Da ist hier ihr Bett. Hier ist dann ihr Bett. Das passt ja dann auch so farblich gesehen. Wo ist denn mein Teppich? Ich nehme mal den da. Ja, hält noch nicht so gut. Hier haben wir noch einmal den. Also das hier, da kommt ja eigentlich das Zelt drauf, was ich ja nicht zusammenkleben kann. Deswegen, ich tue mal das dahin. Dann haben die noch so ein Kissen davor. Hier sind dann die beiden Kleinen. Moment, damit ihr den sehen könnt, lege ich den mal hin. Die Kleine bekommt natürlich noch den Teddy. Die Große bekommt auch einen. Gott, sie liegt mit ihrem Kopf in der Pflanze. Sorry. Ja, das Tablett. Ja, wir haben ja jetzt hier ein bisschen Platz. Das heißt, wir können das Tablett einfach mal hier auf den Teppich stellen. Und die haben einfach unglaublich viel zu essen. Da haben wir noch ein Spiegelei. Dann stellen wir noch die Kekse hier neben das Popcorn. Dann haben wir noch mal richtiges Popcorn. Noch eine Pizza. Oh mein Gott, die haben einfach so viel Essen. Trinken. Futternapf für die Kleinen. Na, die hat ja noch sowas hier. Wow. Die Brille trägt sie jetzt aber nicht beim Schlafen. Ja, die Zahnbürsten-Dings, das passt natürlich jetzt nicht hier hin. Das kann ich hier einfach nur so kurz zur Seite legen. Dann haben wir noch die Taschenlampe, wo sie vielleicht irgendwelche Schattenspiele oder sowas mitmachen. Ja, dieses komische Bärenteil, weiß nicht was. Smartphone. Das Smartphone, das kriegt natürlich die große Schwester. Den Laptop, den stellen wir einfach hier oben dazwischen. Bürste, weiß nicht, dahin. Ah, und noch die Knochen. Die kann ich ja jetzt vielleicht einfach mal hier reintun. Jetzt hat auch jeder einen Knochen. Ja, deswegen hatten wir auch drei. So, das waren jetzt alle Sachen, die mit dabei waren. Und natürlich noch das Spiel irgendwie auf der Rückseite. So von der Idee her, finde ich, ist das ja eigentlich ganz witzig. Ah, hier haben wir noch eine Schlafbrille. Die gehört, glaube ich, eigentlich zu ihr. Die liegt nämlich da so an der Seite. Ich lege die jetzt auch einfach mal so an die Seite. Partytime, wir sind da. Mädels, schlaft ihr schon? Weißt du was? Der Tag, der war irgendwie so anstrengend. Ich glaube, ich bin zu müde. Ich schaffe heute nichts mehr. Was? Jetzt haben wir so lange gewartet. Ich habe mich so gefreut. Ich dachte, wir machen jetzt eine richtig schöne Pyjama-Party. Ach, guck, Emma schläft auch schon. Hä? Emma! Emma! Hey, was soll denn das? Ich habe geschlafen. Ach Mensch, Kinder, ich wollte doch hier ein bisschen Party machen. Weißt du was? Nimm dir doch einfach das Popcorn und dann könnt ihr ja drüben vielleicht im Wohnzimmer einen Film gucken. Ah, Zanzi, was hast du uns hier wieder ins Haus geholt? Solche Schlaftabletten. Im wahrsten Sinne des Wortes. naja, gut. Dann gib mal das Popcorn her. Dann gehen wir rüber und schauen da einen Film. So, dann gute Nacht, schlaft schön und wir sehen uns morgen wieder. Fee! Puh, so, dann werde ich ihn jetzt gleich mal rüberschicken, werde den hier einen schönen Film anmachen. Mal gucken, worauf die so Lust haben. Mein kleines Fazit noch zu diesem ganzen Set hier. Ich weiß ja nicht. Ich finde die Idee tatsächlich ziemlich süß, ziemlich lustig, auch so von der Umsetzung her. Aber für 50 Euro finde ich es echt ganz schön happig, oder? Oder sehe das nur ich so? Ich meine, okay, wir haben halt zwei Barbies jetzt mit dabei. Die Color Reveal Peel-Offs, die finde ich tatsächlich so viel besser. Alleine, wenn man sich schon mal im Vergleich die Beine anguckt, ne, da haben wir hier bei Fee zum Beispiel, die sind ja so schön. Da ist ja richtig Glitzer drin verarbeitet und die sind halt irgendwie gefühlt auch ein bisschen, nee, die sind doch nicht schwerer. Ich dachte, die sind schwerer. Aber um das jetzt nochmal richtig zu zeigen, guckt euch mal den Vergleich an vom Gesicht. Hier, das ist ein Gesicht, das kannst du drücken. Das ist halt wirklich so ein Barbie-Gummi-Gesicht. Und bei ihr ist das halt einfach Plastik. Also das ist ganz hart. Also es ist schon ein Unterschied. Und ich dachte halt auch, dass es hart ist, weil sich das jetzt hier noch so richtig cool verändert. Aber es tut sich halt einfach nichts. Und auch die Haare finde ich halt so viel cooler. Naja, ich bin jetzt eh nicht so der Mega-Fan von diesen Perückensachen. Ich finde das halt einfach so unfassbar toll, dass sich die Haare und die Farbe so verändert, wenn man hier rüberfasst. Dass aus dem Lila das blau wird und so. Sieht halt einfach genial aus und die Haare sind halt auch so viel schöner. Alleine, weil sie wirklich am Kopf dran sind. Aber ich glaube, es gibt auch unter euch welche, die natürlich hier diese Color Reveals generell ganz cool finden, die man auch ins Wasser tut. Alleine für den Effekt, den man dann so im Wasser drinne hat, dass sich da die Barbie dann halt erst zeigt. Aber ich bin ein viel, viel größerer Fan von denen hier. Von den Peel-Off Barbies. Ich denke mal, ich würde mir auch gerne von denen noch welche holen, weil von denen gibt es ja auch noch andere Sorten. Da gibt es ja, habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, diese Night and Day. Nee, nicht Night and Day, irgendwie
Park und Kino. Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Gibt halt irgendwie noch andere Sachen, wo sie verschiedene Outfits auch noch mit drin haben. Das, was ich hier eigentlich sehr, sehr schön fand, ist das Tablett, dass man da so verschiedene Sachen draufstellen kann und da dann halt auch richtig schön mit spielen kann. Ich hätte vielleicht noch so ein Buch dazu getan, so ein Geschichtenbuch oder so. Was würde euch noch einfallen, was man noch auf einer Slumber-Party braucht? Ich hätte vielleicht so eine coole kleine Lichterkette auch cool gefunden. Oder ein Gespenst, wenn man sich halt so Geistergeschichten erzählt. Oder irgendein Spiel oder so. Ach ja, wir haben ja ein Spiel auf der Rückseite. Aber irgendwie kann man das ja damit nicht so richtig benutzen. Naja, mein Fazit eher so mittelmäßig. Muss man selber entscheiden, ob man das irgendwie toll findet. Ich würde mir für das Geld auf jeden Fall lieber die anderen beiden kaufen. So, dann gibt es jetzt noch einen Highlight-Brief. Bitte immer noch nicht zuschicken, ne? Es ist schon langsam nervig, dass ich es jetzt mal sagen muss. Aber ich muss es ja offensichtlich. Ich bin voll, mein Postfach ist voll. Die Briefe, die ich euch zeige, sind vom März aus dem letzten Jahr über ein Jahr also alt. Wow, ein richtiger Miraculous-Brief. Überall Miraculous-Sticker. Billy, ich brauche deine Hilfe. Der Brief ist sowas von dick. Da sind unglaublich viele Sachen drin. Deswegen glaube ich, ich werde wahrscheinlich nur einen Brief schaffen. Weil er so voll ist und ich eh schon wieder so lange aufnehme. Boah, da ist so viel gebastelt. Oha, was ist das alles? Ah, erstmal wieder ein Armband. Das mache ich natürlich direkt hier an meinen Arm. Hier fügt es sich doch ganz gut ein. Passt heute sogar ziemlich gut dazu. Vielleicht ein Tickchen eng. Und hier wurde offensichtlich irgendwas mit Klebe gemacht. Was soll denn das sein? Wahrscheinlich ist es abstrakte Kunst. Oder so. Das sieht auf jeden Fall aus wie eine Blume. Da hängt auch noch ein, da hängt auch noch ein Stift dran. Guck mal, ich habe ein Mobile. Ha! Oh, jetzt ist es kaputt. Ja, das ist definitiv eine Blume, aber das hier ist schwierig zu erkennen. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwas mal war. Bestimmt sogar war das irgendwas. Aber was? Ich weiß es nicht. Ist es eine fliegende Untertasse? Das hier ist ein Gespenst. Ja, besonders gut sieht man das auf dieser Seite. Das ist ein Pupshaufen. Und das ist eine... Was ist denn das? Eine Wolke. So, jetzt habe ich es festgelegt. Und das ist ein Regenbogenstift, der eingearbeitet wurde. So, mit dem kann man natürlich immer noch zeichnen. Ist zwar ein bisschen schwer vorne, aber man kann zeichnen. Und hier ist auch noch so Glitzer drauf. Und das hier ist eine Glitzerträne. Und noch ein Armband. Nee, warte mal. Das passt doch eher, glaube ich, hier auf diese Seite. Mein Gott, so viele Sachen. Wo ist denn der Brief? Ich muss doch eigentlich erstmal mit dem Brief anfangen. Hier. Ah, hier haben wir noch einen kleinen Knödel. Ja, meine Lieblingsspeise, Knödel. War gar kein Brief, hat mich getäuscht. Hier wurde schön gemalt und auch ein bisschen gebastelt. Hier ist nämlich noch ein kleiner Extra-Schmetterling. Der fliegt sogar so. Der kann sogar hier so mit seinen Flügeln schlagen. Und noch ein Herz für Zanzara. Oh, ein frankierter Rückumschlag. Ja, das habe ich wahrgenommen. Okay, alles klar. Ui, eine riesige Blume mit LOL. Super, super bunt. Hier ist auch noch was drin. Vielleicht klebt da ja noch was dran. Auf jeden Fall sehr klebe-experimentierfreudig. Das sind schon die ersten handwerklichen Züge, die hier entwickelt werden. Oh weia, das ist vom was? Vom 2. Februar? Oh Gott, oh Gott. Hallo Zanzara. Gerne schaue ich deine Videos an. Ich finde das ganz toll. Ich liebe LOL. Mein Name ist Jolene. Ich bin 8 Jahre alt. Kannst du mich grüßen? Und noch ein Herz und ein Smiley. Vielen Dank, liebe Jolene, für deinen süßen Brief und kreativen Brief natürlich auch. Ich habe das Gefühl, du bist künstlerisch auf jeden Fall sehr interessiert. Eine LOL, die sie selber gemalt hat. Die sieht voll aus wie... Ach, guck mal, sie ist sogar eine Einhorn-LOL. Ah, da wird sich ja hier... Ach nee, Sola ist jetzt weg. Sola ist schon beim Popcorn essen und Video gucken. Aber die wird sich bestimmt freuen. Die fühlt sich sicherlich auch ein bisschen angesprochen. Hier nochmal von Jolene für Zanzara. Das ist ja auch süß. Smiley hier mit Klebe. Aber Glitzerklebe, ne? Richtig gut dicht gemacht hier. Wow, nichts zerreißen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, Heißkleber. Ah, sie hat mit Heißkleber rumexperimentiert. Deswegen. Aha. Das ist wahrscheinlich für Heißkleber. So Glitzerklebedings. Ah, und so. Oh, ich habe leider keinen. Doch, warte mal. Nee, ich habe keinen. Aber vielleicht hat Shallow Heißkleber. Ah, das ist natürlich ganz cool, ne? Jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Aha. Da ist auch was mit Heißkleber gemacht. Oh, da fiel direkt noch ein roter Popel raus. Nur für Ben. Achso, ja, dann darf ich das ja gar nicht aufmachen. Okay, das gebe ich dann direkt an Ben weiter. Der ist heute leider nicht da. Der ist mal wieder bei seinem Dad gerade. Aber das hier darf ich hoffentlich öffnen. Prinzessinnen. Da. Da hat sie auch mit Heißkleber wahrscheinlich experimentiert und hat hier so ein richtig cooles Herz gelegt mit Pailletten. Guck mal, wie das funkelt. Und guck mal, was das ist. Das ist eine Brosche. Hier, genau, hier mit Heißkleber dran gemacht. Das ist ja cool. Die kann man sich hier so anmachen. So ein richtig fettes Herz. Mal kurz gucken. So. Meine erste Brosche, die ich von euch gekriegt habe, glaube ich. Ha, das war's. Das Video hat mal wieder sehr lange gedauert. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ihr Ideen habt für coole Sachen, die ich nochmal kaufen kann, die ihr gerne sehen wollen würdet. Ich lese ja auch immer mal wieder was in den Kommentaren. Wäre natürlich cool, wenn ihr dann das auch liked, wenn ihr irgendwas seht, was ihr auch cool findet, damit ich dann sehe, wenn da viele Likes drauf sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass ich dann sage, okay, ich guck mal, ob ich das kriege. Sei denn, es kostet irgendwie 300 Euro. So, das ist ein bisschen schlecht. Ja, aber sonst bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr davon gehalten habt von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Mein Gott, ich kann manchmal ganz schön schnell reden. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.